Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute mit euch ein schönes Pilates-Workout machen. Für diejenigen, die schon öfters Pilates gemacht haben, wir machen das klassische Pilates, so wie es der Joe Pilates auch uns gelehrt hat. Es wird eine Übungsabfolge geben und wir machen ein Mixed Level, das heißt für Einsteiger und fortgeschrittene Einsteiger. Wichtig ist dabei, schaue immer während den ganzen Übungen, wie es dir dabei geht. Zum Beispiel, wenn wir die Beine über den Kopf haben, musst du das nicht unbedingt mitmachen. Denn wenn du mit der Halswirbelsäule gerade jetzt akut irgendwelche Probleme hast, dann lässt du diese Übung bitte weg. Ich werde die Übung hintereinander fließend wegturnen, circa 8 bis 10 Wiederholungen einbauen, so dass es ein schöner Übergang wird zwischen den einzelnen Übungen. Und diese Übungen sind speziell für den ganzen Körper super gut geeignet, vor allem Rumpfmuskulatur, dazu gehört Bauch, Rücken, Schulter und Brustbereich. Und solltest du während den Übungen spüren, dir wird irgendwie schwindelig oder irgendwie du fühlst dich nicht wohl, dann höre auf deinen Körper und breche an der Stelle ab. Aber ich denke, das wird nicht passieren, weil Pilates wirklich ein super, super Workout ist und ihr werdet euch danach wie neugeboren fühlen. In diesem Sinne, lasst uns beginnen. Ganz viel Spaß. Habt was zu trinken parat. Ihr könnt auch zwischendurch trinken. Es ist ein Workout. Man kommt gut ins Schwitzen und vor allem ganz, ganz wichtig, während den Übungen sage ich immer wieder, zieh die Körpermitte nach innen, vertief die Bauchdecke nach innen, arbeite zur Körpermittellinie, halte die Spannung. Das ist ganz wichtig beim Pilates, denn wir wollen die tiefen Muskeln erreichen. Die kleinen Muskeln, vor allem auch für uns Frauen sehr wichtig, zur Stärkung der Rumpf- und Beckenbodenmuskulatur. Ja, seid gut aufgewärmt und viel Spaß! Du stellst dich erst einmal an das Anfang deiner Matte. Ich gehe mal hier hin. Überkreuzt ein Bein vor das andere, überkreuzt die Arme, lass die Schultern tief, zieh die Bauchdecke nach innen, atme tief durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Und mit der nächsten Ausatmung setzt du dich kontrolliert auf die Matte nieder. Begibst dich in die Rückenlage, zentrierst dich und bleibst hier für einen Moment und nimm dich ganz bewusst wahr. Atme tief in den Brustkorb ein und aus. Mit jeder Ausatmung sinkst du schwerer in die Matte hinein. Das heißt, vertiefe deine Einatmung und bei der Ausatmung die Bauchdecke nach innen, bringe Kreuz, Steiß und Lendenwirbelsäule fest in die Matte hinein. Lass die Schultern locker und flach am Boden. Und noch einmal tief ein- und ausatmen. Okay, wir starten mit der 100. Heben Kopf und Schultern, heb die Beine, Pumpe oberhalb der Bauchdecke, energisch auf und ab. Atmen 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Wenn du schwerer möchtest, streck die Beine nach vorne aus. Die Fersen sind geschlossen, die Beine auf Spannung und pumpe energisch oberhalb der Bauchdecke auf und ab. Zieh die Fingerspitzen Richtung Matte nach vorne, pumpe noch energischer, wir wollen schön warm werden. Lass die Schulterblattspitzen noch am Boden
und vertiefe die Bauchdecke nach innen. Atme 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aus. 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Und pumpe. Kommt. Wir wollen warm werden. Und absetzen. Achtung, streck die Beine lang nach vorne aus zum Roll-Up. Arme senkrecht zur Decke, atme ein, hebe Kopf und Schultern, atme aus, komm nach oben gerollt. Zieh die Fingerspitzen Richtung Fußspitzen, einatmen, ausatmen, roll dich zurück, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Genau, die Fersen bleiben geschlossen, vertiefe deine Atmung, zieh die Bauchdecke nach innen, lass die Schultern im Gelenk und der Rücken ist rund. Wie ein großes Wagenrad. Genau. Wirbel für Wirbel. Vertiefe die Bauchdecke, zieh fest und die Fingerspitzen Richtung Fußspitzen. Die Füße bleiben geschlossen. Und atme ein, hebe Kopf und Schultern, atme aus, komm nach oben, vertiefe und wieder zurück. Und nochmal. Sehr gut. Absetzen. Zentriere dich wieder in der Körpermitte. Wir kommen zum Rollover. Streck die Beine senkrecht zur Decke nach hinten. Achtung, öffne die Beine mattenbreit. Roll dich zurück. Schließ die Beine über den Kopf. Öffnen. Langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Schultern locker lassen. Beine schließen. Bauchdecke flach. Hohlkreuz immer vermeiden. Und öffnen, noch einmal schließen, öffnen und vertief die Bauchdecke nach innen, arbeite zur Körpermittellinie hin, lass die Schultern locker, komm jetzt geöffnet nach hinten, schließe hier und so eng wie möglich am oder an der Nasenspitze vorbei, lass die Schultern locker, vertiefe, öffnen, zurück, schließen, ganz eng, schubberst du an der Nasenspitze vorbei, Wirbel für Wirbel abrollen und öffnen. Und wir bleiben hier, wir kommen in den One-Leg-Circle, dreh das rechte Bein leicht in eine Außenrotation, die Schultern locker, langer Hals und wir kreisen über die Körpermitte, lang nach vorne, rechte Schulter, stopp, und in Präzession. Vertiefe die Bauchdecke nach innen. Halte Kreuz- und Steißbein fest auf der Matte. Kreise über die Körpermitte, lang nach vorne. Rechte Schulter, stopp. Und sehr gut. Wenn du das in der Starter-Variante machen möchtest, winkel mal das linke Bein an. Ist für die Starter-Variante besser geeignet. Und wir halten einmal das rechte Bein und im Flow vier Stück. Circle around, center, stop, zieh ran. Around, vertiefe. Hep. Halte die Bauchdecke flach. Hep. Und hep. Andersherum, rechte Schulter lang nach vorne, linke Schulter, stop. Und Rezession. Vertiefe die Bauchdecke, lass die Schultern locker, die verschmelzen mit der Matte. Arbeite zur Körpermittellinie hin und drücke dein Kreuz und Steißbein fest in die Matte hinein. Ein Außenstehender sollte keinerlei Hüftbewegung zu sehen. Also er darf sozusagen, die Hüfte muss fest auf der Matte kleben. Nochmal in Präzession. Super. Und das linke Bein verankerst du richtig fest mit der Matte. Jetzt im Flow. Und circle around, center, stop, zieh ran. Around, center, stop. Around, center, stop, fest. Around, center, stop. Und über die Beinschere wechseln wir zur anderen Seite. Kreise über die Körpermittellinie, lang nach vorne. Linke Schulter, stop. Und auf geht's.
vertief die Bauchdecke. Wenn du kreist, zieh den Bauchnabel nach innen. Kreuz und Steißbein fest auf der Matte. Schultern verschmelzen ebenfalls mit der Matte. Und atme tief ein und aus. Für die Starter, die können das rechte Bein jetzt aufstellen. Aber die Hüfte fest und ganz vertiefen in die Matte hinein. Noch einmal und im Flow. Circle around, center, stop, run. Around und stop, around und stop, around und stop. Und linke Schulter lang nach vorne, rechte Schulter, stop. Genau. Und feste Körpermitte. Schultern locker lassen. Schöner langer Hals, Kinn weg vom Brustbein. Vertief die Bauchdecke nach innen. Vom Schambein aus ziehst du den Reißverschluss zu. Noch einmal in Präzision. Rechte Ferse in die Matte pressen und im Flow. Ah. Circle around, center stop. Around und stop. Around und stop. Around und stop. Absetzen. Komm mit einem Roll-up nach oben. Atme ein und atme aus. Sehr schön. Wir kommen zum Rolling Like a Ball in der Starter-Variante. Für alle erstmal greife in der Kniekehle. Fersen sind geschlossen, hebt die Beine, balanciere. Ellbogen nach unten, Schultern weit öffnen. Roll dich zurück und wieder nach oben. Halte. Roll dich zurück und nach oben. Schön rund machen. Du bringst mit deiner Wirbelsäule einen Abdruck in die Matte. Schultern tief. Und nochmal. Klein und rund machen. Bleibe hier, greife mit der linken Hand dein rechtes Knie und mit der rechten Hand dein rechtes Sprunggelenk und Single Leg Stretch. Auf geht's. Einatmen und ausatmen. Einatmen, strecken. Ausatmen, ranziehen. Oh. Hep, 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 hep. Jawohl. Achtung, Double Leg Stretch. Und einatmen, ausatmen. Schau den Bauchnabel an. Arme kreisen noch im Sichtfeld. Lass die Schulterblattspitzen am Boden. Vertief den Bauchnabel nach innen. Einatmen, ausatmen. Und aus, ein und aus. Ein und aus. Setz kurz ab, entlasse deine Halswirbelsäule. Lass die Schultern locker. Achtung, hebe Kopf und Schultern. Die Scissors, Beine senkrecht zur Decke und bringe das rechte Knie zur Nasenspitze und umgekehrt. Zweimal federn. Hep, 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 hep. Zieh die Ellenbogen nach unten. Schultern weit geöffnet, Bauchnabel nach innen, hep, 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 hep. Und absetzen. Lass die Beine senkrecht zur Decke, fächer deine Finger, leg sie so ein bisschen unter deinen Po, lower and lift, Schultern am Boden lassen, langer Hals, atme ein und atme aus. Einatmen und ausatmen. Presse deine Fersen fest zusammen. Streck die Beine, wenn du es schaffst. Zieh die Bauchdecke nach innen. Wenn du nach vorne gehst, Hohlkreuz vermeiden. Und ausatmen. Einatmen, 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 ausatmen.
Wenn du es schwerer möchtest, Performer. Heb beim Ausatmen die ersten vier Lendenwirbel nach oben und einatmen, einatmen, einatmen und ausatmen und ein. Lass die Schultern locker, die verschmelzen mit der Matte. Und halten. Criss-cross, linkes Bein 45 Grad, rechtes Bein 90 Grad, hebe Kopf und Schultern, atme ein, komm hoch, atme aus, in drei Schritten twiste zur rechten Seite, hoch, 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 wechsel, hoch, 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 wechsel, hoch, 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 und ausatmen, 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 einatmen und aus, aus, aus. Einatmen, Ellbogen weg von den Ohren. Gut. Hep, hep, hep. Und absetzen. Sehr schön. Achtung, kommen wir mit einem Roll-Up nach oben. Atme ein, hebe Kopf und Schultern, atme auf. Nach oben. In den Spine Stretch Forward. Öffne die Beine etwas mattenbreit. Die Fersen fest verankert mit dem Boden. Zieh die Schultern ins Gelenk. Atme ein, mach dich groß. Atme aus. Kinn zum Brustbein, Nasenspitze zum Bauchnabel. Stöhn zur Matte, Schultern im Gelenk. Einatmen. Aus. Mobilisiere deinen Brustkorb. Und schließ die Beine. Den Open Leg Rocker sparen wir uns jetzt. Wir gehen tief in den Corkscrew. Heb die Beine senkrecht zur Decke für die Starter-Variante. Kreis mit geschlossenen Beinen nach rechts, nach vorne, nach links und heb dein Popo an in die Mitte zurück. Nach links, vor, rechts, heben. Rechts, links. Wenn du es schwerer möchtest, schwamm ein bisschen nach vorne, heb die Beine schön über deinen Kopf, komm langsam zurück und kreise nach rechts, links, nach oben, Beine über den Kopf, nach links, rechts. Oder unten bleiben. Noch einmal. Und schaukel dich nach oben in den Sitz, in die sogenannte Säge. Die Beine etwas mattenbreit geöffnet, die Arme zur Seite in Sichthöhe, sodass du beide Hände gut sehen kannst. Lass die Schultern tief, atme ein, richte dich auf, atme aus, twiste mit dem linken kleinen Finger zum rechten kleinen Zeh, vertief die Bauchdecke und wieder einatmen und wechsel. Atme ein und atme aus, aus, aus. Lass die Sitzbeinhöcker am Boden und zieh dich mit den Fingerspitzen schön nach vorne und der Arm, der nach hinten zeigt, zieht entgegengesetzt. Vertief die Bauchdecke, drück die Beine fest in die Matte.
Und wir schließen die Beine und kommen mit einem Roll-Up nach unten in die Bauchlage für den Swan Prep. Nimm die Hände, leg sie ab, deine Stirn auf deine Hände, die Beine hüftbreit ungefähr öffnen und dann atme ein und aus. Schambein drückt fest in die Matte. Gesäß ist locker. Das, was angespannt ist, ist die Körpermitte. Also vertiefe die Bauchdecke nach innen. Bilde eine Art Tunnel, sodass du fest den Bauchnabel vom Schambein Richtung Scheitel ziehst. Einatmen, heben. Ausatmen, absetzen. Lösen. Stütze dich ab, Single Leg Kick, Brust raus und Kick, 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 Kick. Steißbein zieht Richtung Ferse, Bauchnabel Richtung Scheitel. Genau. Und absetzen. Leg den Kopf ab. Zur rechten Seite, du schaust nach links, nimm beide Hände Richtung Schulterblätter und greife mit der einen Hand die Finger der anderen Hand. Die Ellbogen sind locker, die Beine sind geschlossen. Double Leg Kick und zwar kicke. Eins, zwei, drei, dreh dich, streck die Arme nach hinten, heb den Oberkörper und wechsel die Seite. Kick, kick. Kick, einatmen und ausatmen, ablegen. Kick, 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 out. Nochmal. Und absetzen. Drück dich nach oben, schieb das Gesäß nach hinten, atme tief ein und aus und komm zurück in den Sitz für den Neck Pull. Achtung, die Beine sind ungefähr hüftbreit geöffnet, die Ferse fest verankert mit der Matte. Nimm die Hände an deinen Schädel, atme ein. Atme aus, einatmen, ein bisschen das Gewicht nach hinten verlagern, Bauchdecke flach und ausatmen, Wirbel für Wirbel ablegen. Einatmen, hebe Kopf und Schulter, ausatmen und zurück. Bleib liegen, zentriere dich wieder in der Mitte zur Shoulder Bridge. Für die Starter-Variante öffne die Füße faustbreit, roll dich nach oben und Wirbel für Wirbel ab. Zieh den Bauchnabel Richtung Brust und halte. Vertiefe und langer Hals. Kinn weg vom Brustbein. Und dann bleiben wir oben. Heben das rechte Bein zur Decke, leicht in die Außenrotation und du pulsierst zweimal zur Nasenspitze und streckst es auf Kniehöhe aus.
lang. Eins, zwei, lang. Bleib oben mit dem Po. Ha, ha, lang. He, he, lang. He, he, lang. He, he, lang. He, he, lang. Und he, he. Absetzen, bleib oben. Schön. Wechsel und eins, zwei, lang. Bleib oben. Und geschafft. Wirbel für Wirbel abrollen. Komm mit einem Roll-Up nach oben. Atme ein. Und aus. In den Spine-Twist. Arme in T. Und Twist, Twist. Und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und sitze fest. Genau. Arme bleiben in T-Form. Und Schultern tief, roll up. Absetzen. Super. Wir kommen zu den Sidekick Series. Achtung, bilde mit dem Rücken an deinem Mattenende eine Linie. Also du kommst jetzt so weit zurück, bis du mit deinem rechten Arm eine Linie mit deiner Matte bist und auch mit dem Rücken. Die Beine legst du nach vorne zum anderen Mattenende. Wir legen den Kopf ab für die Startervariante. Bleib hier, vertief die Bauchdecke nach innen und heb das obere Bein ab. Leicht in eine Außenrotation. Drücke das untere Bein fest in die Matte. Bleib hier fest und stabil. Die Hüfte bewegt sich nicht. Die Kraft kommt aus der Körpermitte. Komm nach vorne. 45, 90 und lang nach hinten raus. Unteres Bein bleibt am Boden. Und 45, 90, zieh. Oberkörper aufrecht. Und vertief die Bauchdecke nochmal und noch mehr und nach hinten. Super. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Einmal Außenrotation und die Innenrotation. Hep, 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 hep. Vertiefe noch mehr. Genau. Untere Ferse drückt fest in die Matte hinein. Und wir bleiben hier. Circle. Circle. Kleine Circles nach vorne. Immer noch ganz fest hier. Kreise jetzt nach hinten. Schöne, straffe, lange Beine, spann jeden einzelnen Muskel an. Und hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Bauch fest, noch fester. Und hep, 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 hep. Und vier, und drei, und zwei, und halte hier. Stell das obere Bein vor das andere Bein. Hüfte bleibt gerade. Bein ist gerade. Hebe das untere Bein hoch und tief. Für die inneren Oberschenkel. Zack, 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 zack. Immer noch. Körpermitte, vertief die Bauchdecke nach innen. Arbeite vom Schambein Richtung Scheitel. Und kleine Kreise. Fest und andersrum. Super. Sehr, sehr gut. Und absetzen. Okay,
wechselst auf die andere Seite, indem du dich einfach über den Bauch auf die andere Seite drehst. Ich gehe jetzt einmal so. So, Achtung! Bilde mit dem Rücken die eine Linie mit dem Mattenende. Leg den Kopf ab, Beine nach vorne. Außenrotation 45, 90, lang nach hinten raus. 45, 90, lang nach hinten raus. Einatmen und aus. Vertiefe, vertiefe, vertiefe. Jawohl. Fest, noch fester. Hep, nach hinten. Also nicht kippeln, ne? Fest, fest und jawohl. Verankere das untere Bein ganz, ganz fest mit dem Boden. Zieh die Bauchdecke flach. Halte kleine Circles. Auch hier bleibst du ganz fest. Circle nach vorne. Feste Beine. Und nach hinten. Immer noch die Bauchdecke fest. Bauchnabel nach innen und Richtung Scheitel. Und hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch. Tief, tief. Unteres Bein verankern, ohne zu wackeln. Ja. Yeah. Und absetzen. Heb das untere Bein hoch, 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 hoch. Genau. Hoch und tief. Super gut. Immer noch Bauchnabel nach innen. Kleine Circles. Hüfte bleibt gerade. Andersherum. Und geschafft. Sehr schön gemacht. Jetzt kommen wir zum One-Leg-Teaser. Achtung. Heb das rechte Bein auf Kniehöhe, heb die Arme nach vorne, hebe Kopf und Schulter, atme ein und atme aus. Komm nach oben, vollständig in den Sitz. Einatmen, ausatmen, roll dich wieder zurück. Schultern ins Gelenk, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und nochmal, hoch. Wechsle das Bein. Einatmen, ausatmen. Wirbel für Wirbel abrollen. Schultern runter, Bauchnabel nach innen. Noch. Und lösen. Dreh dich von hier aus in die Bauchlage für Swimming Crab. Streck die Arme aus, streck die Beine nach hinten, heb den rechten Arm, das linke Bein. Wechsel. Zieh die Bauchdecke weg von der Matte, verankere das Schambein fest mit der Matte.
Heb die Beine, heb die Arme und paddel. Schön hoch die Arme. Und von hier aus kommen wir in den Front Support. Stütz dich in den Unterarmstütz. Füße sind geschlossen. Kleine Fäuste. Halte. Jetzt schieb dich mal auf den Fußspitzen vor und zurück. Und jetzt hältst du weiter und jetzt drehst du dich, wenn du schaffst, ohne abzusetzen, auf die rechte Seite, auf die linke Seite mit dem linken Arm, stützt du dich ab in den Side Bend. Schulterellbogen eine Höhe, Bauchnabel nach innen, Hüfte drückt zur Decke, wie ein Faden, als würde dich hier ein Faden ziehen und immer höher und immer höher. Genau. Halte für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zurück in den Unterarmstütz oder auf Front Support. Kommt. Hier bleiben. Zieh die Bauchdecke nach innen. Rücken ist gerade. Und von hier drehst du dich jetzt auf die andere Seite in den Side Bend, rechter Arm. Hoch, Schulterellbogen eine Höhe. Denk an den Faden, hoch zur Decke. Halte. Hoch, hoch, hoch. Vertief die Bauchdecke nach innen. 5, 4, 3, 2, 1. In die Mitte zurück. Komm, 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 komm. Schaffst du. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Und setz ab. Schieb dein Gesäß nach hinten. Atme tief ein und aus. Wir kommen zum Serratus Push-Up. Komm nach vorne. Stütz dich ab. Schulterellbogen eine Höhe. Bringe dein Brustbein Richtung Matte. Richte es wieder auf. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Strecke beide Beine aus, wenn du es schwerer möchtest. Senke, schieb die Schulterblätter auf. Senke den Brustkorb an, schieb dich hoch. Und absetzen. Einmal noch das Gesäß nach hinten, super gut. Und wir kommen zum Mermaid. Setz dich auf deine linke Gesäßhälfte und greife mit der rechten Hand das rechte Sprunggelenk. Nimm den linken Arm nach vorne. Achtung, schieb ihn ins Gelenk. Handfläche zur Decke. Heben und am Kopf lassen. Schultern ins Gelenk ziehen. Atme ein. Beug dich nach rechts. Atme aus, einatmen, ausatmen. Stell dir vor, du beugst dich über ein großes Fass und ausatmen und nochmal einatmen, ausatmen. Schieb die linke Gesäßhälfte nach unten und noch einmal. Bauchdecke immer flach, zieh die Bauchdecke nach innen, Bauchnabel rein. Und zur anderen Seite stützen.
über den Kopf lang machen, rechte Gesäßhälfte Richtung Matte ziehen, Bauchnabel nach innen und absetzen. Über den Teaser wechselst du auf die andere Seite, rechte Pobacke, rechter Arm, schieb ihn ins Gelenk, Handfläche zur Decke, Arm nach oben und zieh den Arm ins Gelenk hinein. Atme ein, beug dich nach links, atme aus, einatmen, Bauchnabel nach innen, ausatmen, lass den Arm schön lang, Schultern tief. Super, und noch einmal. Stütz dich. Zieh dich in die Länge. Arbeite im Gegenzug. Drück deine Hüfte, dein Gesäß zur Matte und zieh dich hier nach vorne. Und lösen. Wir setzen uns zur Robbe, zur sogenannten Seal. Von oben greifst du nach innen. Hebst die Beine und von außen greifst du an deine beiden Sprunggelenke. Klatsche dreimal, roll dich zurück und klatsche, klatsche, klatsche. Roll dich zurück, klatsche, klatsche, klatsche. Roll dich zurück, klatsche, klatsche, klatsche. Die Performer klatschen dreimal unten und dreimal oben. Das nächste Mal wollen wir aufstehen mit gekreuzten Beinen und kreuz die Beine, steh auf und dreh dich einmal. Super gut. Stell dich einmal nach hinten an das hintere Mattenende. Wir kommen noch zu den Push-Ups. Wir krabbeln mit den Fingerspitzen Richtung Fußspitzen. 1, 2, 3, 4 nach vorne ins Brett. 1, 2, 3, 4. Entscheide für dich selber, Knie absetzen, Liegestütze oder Knie gestreckt lassen, Beine gestreckt lassen. Auf geht's. Ich hätte gerne 5 Stück und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Komme von hier aus in den herabschauenden Hund. Lass den Kopf locker zwischen den Armen hängen. Zieh die Fersen Richtung Matte. Und krabbel Stück für Stück zu den Fußspitzen und richte dich Wirbel für Wirbel auf. Atme ein und atme aus. Komm tief. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 Liegestütze. In den herabschauenden Hund. Langsam zurück. Einatmen. Und eine Runde noch. 1, 2, 3, 4. Nach vorne. Liegestütze. Sehr schön. Und zurück. Richte dich langsam auf. Lösen. Dann stellen wir uns nochmal. Entweder runter von der Matte oder du bleibst auf der Matte stehen. Ins kleine Pilates-V. Das heißt, die Fersen sind geschlossen.
Bauchnabel nach innen, Arme zur Seite, in T-Form, Schultern tief, komm mal nach oben, finde deine Balance, zieh die Bauchdecke nach innen, super, schau mal nach rechts, schau mal nach links. Links und wir lösen, atme tief ein und aus. Ich verbeuge mich vor euch. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ihr seid ins Pilates-Fieber oder ins Pilates-Workout gut reingekommen. Und vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Wenn es euch gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal Lady Fitness Höxter und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund.